Hey yo, ich bin seit längerem mal wieder in so einem Park, in dem ich früher öfter war. Dann aber irgendwann wurde er mir langweilig, bin nicht mehr hergekommen. Aber jetzt komme ich hier hin und es ist ein neues Manual Pad, eine neue, etwas höhere Ledge und generell sind alle Obstacles ein bisschen umgestellt. Voll geil. Lieben wir doch. Direkt ist dieser Park wieder sehr viel reizvoller. Die Ledge ist leider super trocken und ich habe auch keinen Wachs dabei. Da rutscht gar nichts. Wie sehr liebst du Fingerboarding? Ich liebe es so sehr, dass ich jetzt um 10 vor 10 noch losfahre zu einer Session, die gerade am Laufen ist, weil ich spontan Zeit dazu habe. Und ich noch nicht weiß, ob das so eine tolle Idee ist, weil das wird dann halt leider ein sehr später Abend, denke ich mal. Aber hey, was soll's? Fingerboarden, yeah! Vorbeigekommen und habe mir damals gedacht, ich muss mir das merken, nochmal hier hinzukommen. Und die ganze Zeit habe ich es vergessen. Jetzt bin ich wieder hier. Und zwar ist das hier ein Abandoned Minigolfplatz. Wie ihr sehen könnt, die ganzen Bahnen sind schon komplett überwachsen teilweise. Also hier geht es noch, aber hier ist eine Bahn zum Beispiel voll verschwunden. Das Gebäude ist ziemlich trashed. Da hinten ist ein komplett getrashedes Gebäude. Ich finde es irgendwie mega cool. Und was ich jetzt auf jeden Fall ausprobieren möchte, ist gucken, ob man hier Fingerboard-Spots findet. Und hier steht sogar noch ein Schläger. Sehr gut. Das ist ganz schön creepy und ziemlich cool. Aber ganz klar, wenn man in sowas reingeht, so ein Abandoned Place, man nimmt nichts mit, man macht nur Fotos, Videos und hinterlässt nichts außer Fußabdrücke. Verstanden? Also, es war cool, das jetzt mal zu sehen, weil ich wollte mir das die ganze Zeit mal näher angucken, nachdem ich es nur einmal im Vorbeigehen angeguckt habe. Gelohnt hat sich's nicht, weil es stellte sich heraus, dass die meisten Bahnen tatsächlich Trash sind, also die Obstacles fehlen komplett und so weiter. Und so gut ist das Ganze dann doch nicht zum Fingerboarden, wie ich mir irgendwie romantischerweise vorgestellt habe. Naja, war trotzdem cool, das jetzt mal ausprobiert zu haben, mal gesehen zu haben. Und die verlassenen Gebäude, die da stehen, sind auch echt spannend. Aber wie gesagt, bei so Lost Places reingehen, wenn es geht, gucken, ja, aber nichts mitnehmen, nichts kaputt machen, dann ist alles gut. So, ich fahre jetzt nach Hause.
Tschüss. Maybe.